Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge meines Fahrerarbeitsplatzes für OMSI 2. Ihr seht es, er ist quasi in den letzten Zügen und es fehlt tatsächlich nur noch die Verkabelung der Elektrik und dann ist dieses Ding endlich fertig. Das heißt, wir nähern uns mit großen Schritten dem finalen Ende. Jetzt genau mal systematisch, ich fange einfach mal hier drüben an. Mit dem Büssing-Löwen, der jetzt hier Platz gefunden hat und echt recht schön, weil er eben leicht versetzt zu dem Regal angebracht ist, einen schönen Schlagschatten wirft. Der war ursprünglich mal am Kühler, am Frontgrill des BS110V und jetzt ist er eben hier. Also ganz schön, auch wenn man hier Aufnahmen macht, immer schön im Hintergrund der Braunschweiger Büssing-Löwe. Genau, dann ja, kommen wir gleich hier zum Firmenlogo wieder. Genau, ich kann hier gleich mal drehen, einschlagen. Nämlich der Büssing-Löwe nach wie vor mit dem wunderschönen Schriftzug drunter. Eine echte Rarität, dieser Hubknopf. Habe ich ja auch schon mehrmals erwähnt. Von mir auch aufwendig restauriert. Der macht sich jetzt auch echt sehr, sehr schön hier. Ja, und genau das Ganze am Lenkrad, welches sich jetzt auch schon dreht und welches auch wirklich funktioniert, also auch am Computer funktioniert. Das werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal demonstrieren. Genau, und da sind wir nämlich auch schon beim wichtigsten neuen Thema, nämlich der Lenksäule. Einfach mal kurz zum Verständnis so eine kleine Erklärung, damit da alle Fragen beseitigt werden oder zumindest die gröbsten Fragen beseitigt werden. Also das Ding sieht wie folgt aus. Fangen wir mal ganz unten an. Hier ist die Bodenplatte mit Riffelblech, das hier zur Seite umgebogen wurde. Hat den tollen Vorteil, dass sowohl die Bodenplatte nicht mehr so leicht verschmutzt durch Straßenschuhe etc. Und zugleich hat man eben einen besseren Grip. Es sieht einfach aus wie im echten Bus, weil auch da ist die Verkleidung immer mit Riffelblech. Ja, und es ist sehr stabil, weil es eben hier durch dieses umgebogene auch noch hier dieses Randbrett stützt. Genau, dann sind hier die Pedale. Ich mache mal kurz Licht an, damit man es ein bisschen besser sieht. Das wären die Pedale. Einmal Bremse links und Gas rechts. Die sind auch schon angebracht, festgeschraubt. Funktionieren auch schon mit dem Computer, sind sie also auch schon verbunden. Die sind bewusst hier rechts angebracht, weil das auch im echten Bus der Fall ist. Also auch da wieder originalgetreu. Denn ich habe ja einen Automatikwagen und da ich keine Kupplung habe, sind Gas und Bremse rechts vom Lenkrad. Und hier, jetzt sind wir eben auch schon beim Thema, ist das Lenkrad gelagert auf ein Holzbrett oder geschraubt auf ein Holzbrett, was hier in einer gewissen Gehrung, in einem gewissen Winkel mit der Bodenplatte verbunden ist. Und dann ist eben hier das Logitech drauf gelagert. Hier oben eingehakt. Dann ja, ist dieser Zapfen von dem Logitech, der unten, dieser schwarze, hier sieht man ein bisschen, dieser Zapfen ist mittels Klebeband, mittels einem sehr starken Klebeband und einer Verschraubung mit einem Kupferrohr verbunden. Dieses Kupferrohr sitzt in einer Hülle. Das ist nämlich diese hier, das ist eine Hülle. Also das hier ist ein etwas breiteres Kupferrohr mit einem etwas schmaleren hier verlötet, verbunden. Und dieses zusammen, diese beiden bilden eine Röhre, eine Hülle, die hier in diesen Holzzapfen reingeklebt ist. Und in dieser Hülle bewegt sich dieses an diesen Zapfen von dem Logitech geschraubte und geklebte nochmalige Kupferrohr. Also da bewegt sich nochmal eins in dieser Hülle. Und diese Hülle ist im Prinzip nur dafür da, das Ganze zu stützen nach außen hin, sodass sich hier eben diese Hülle nicht dreht und hier der Blinkerhebel anbringbar ist, sodass sich der natürlich nicht verdreht. Und hier hört diese Hülle auf und hier ist dann das Kupferrohr oder das Rohr, was eben mit dem Logitech verbunden ist. Und das dreht sich dann, weil darauf liegt das Lenkrad auf. Und das ist die originale Bauweise einer solchen Lenksäule. Hier ist das ist das Originallenkrad mittels eines Adapters, also den habe ich einfach selbst gebaut aus verschiedenen Teilen, die ich noch so gefunden habe.
verbunden und hier sorgen dann eben zwei Schrauben dafür, dass das Ganze auch hält. Und wenn man hier das Lenkrad zum Kalibrieren, wenn sich das Logitech kalibriert, abnehmen möchte, das wäre natürlich schon ganz ratsam eigentlich, dann geht das ganz einfach. Man hat ja hier den Hupenknopf und der hat hier eine kleine Narbe. Das heißt, ich fahre hier rein mit meinem Fingernagel, drücke ein bisschen nach oben, dann habe ich den Hupenknopf schon ab und habe dann hier eine Schraube, die ich mit einem speziellen Schrauber, der liegt hier hinten, lösen kann und dann auch noch diese Kunststoffbeilagscheibe lösen kann und aufstecken kann. Dann kann ich eben hier das komplette Lenkrad einfach runterheben. Darunter verbirgt sich eine Gewindestange, die sieht man hier in der Mitte. Und die ist dann mit diesem Adapter verbunden. Und dieser ganze Adapter darunter gewährleistet eine total mittige Auflage von diesem Originallenkrad. Das heißt, hier kann nichts verrutschen oder so. Und auch wenn man die hier richtig schön festdreht, sitzt das bombig und hält genau seine Position und ist eben ganz schnell und einfach auswechselbar oder draufschraub oder runterschraubbar, eben wenn sich das Logitech kalibriert. So, dann kann man nämlich hier den Hupenknopf wieder ganz leicht mittig positionieren und einfach runterdrücken und dann ist er auch wieder drauf. Und das ist die ganze Krux bei der Sache. Hier ist dann der Blinkerhebel, wie gesagt, angebracht. Der wird dann auch später funktionstüchtig in Betrieb genommen. Der hat seine Kabelwegführung noch ganz lose jetzt im Moment hier, ja, mit diesem Strang. Das wird natürlich noch richtig professionell dann verlegt. Und dieser Holzzapfen hier entspricht dem Original aus Metall. Also auch das ist nachempfunden. Dann haben wir hier das Armaturenbrett an sich. Ja, das kennt ihr ja mittlerweile. Alles bestens aufpoliert. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ich habe jetzt endlich einen Schalter aufgetrieben in Schwarz. Sehr, sehr herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Gottstein, der mir da behilflich war und mir den dankenswerterweise überlassen hat. Einen sehr seltenen SWF-Schalter mit Symbolen und deshalb habe ich jetzt hier eben keine Sorge mehr, irgendwie einen Ersatz zu brauchen. Dann habe ich einen Schalter noch restauriert und schwarz neu lackiert und hier habe ich dann nur noch ein fehlendes Teil, und zwar ist es diese Schalterleiste. Da habe ich ja eigentlich das Originalteil, ich wollte es aber reproduzieren lassen, mal schauen, was daraus wird. Das dauert noch ein bisschen. Und hier habe ich noch ein fehlendes Schild, aber das wird hier mit den Nieten auch noch bald folgen. Genau, dann den Gangwahlschalter kennt ihr ja, Türtaster, alles wie gehabt. Genau, und eben hier meine größte Errungenschaft, jetzt das Lenkrad, das Funktionierende und die Lenksäule. Dann, um das nochmal kurz zu zeigen, hier liegt meine Tastatur auf dem kleinen Brettchen. Hier drüben ist eine Seitenwand eben. Hier ist dieser Zapfen nochmal mit dem Logitech, mit der Lenksäule, Originallenkrad. Hier drüben haben wir den Zahltisch, auch der hat Platz gefunden, und zwar auf einer neu konstruierten Auflagefläche hier, mit neuem Pfosten natürlich auch. Ja, und diese Auflagefläche liegt hier auf einem kleinen Überstand von dieser Platte, auf der der Armaturenbrettträger aufliegt. Auf, und zwar fixiert mit zwei Schrauben, die unten mit Gewinde zu befestigen sind, genauso wie der Zahltisch an sich. Den kann man mit zwei Flügelmuttern abschrauben und befestigen, und somit ist das alles auch weghebbar, wenn man das Ganze auseinanderbauen möchte. Überhaupt ist der ganze Fahrerplatz jetzt so konzipiert, dass man ihn mittels kleinstem, geringsten Aufwand eigentlich recht einfach auseinanderbauen kann und an alle möglichen Orte transportieren kann. Denn diese ganzen Teile sind wirklich ganz leicht auseinandernehmbar. Genau, dann haben wir hier noch einen Fahrkartenstempel und das Schild fürs Wechselgeld ist auch da angebracht. Ja, das Mauspad, das wird dann später eben auch hier sein, weil sich die Fläche da ganz gut dafür eignet. Und hier haben wir nochmal den schönen Blick von der Seite rein, eben mit dem Lenkrad, mit der originalen Schrägstellung und den ganzen Instrumenten. Und das Schöne ist einfach, in Kombination mit meinem Fahrersitz hier ist es einfach genial. Ich habe schon ein paar Mal getestet, wenn man da sitzt, von der Lenkradposition her, von dem Sichtwinkel her,
ist alles wirklich sehr vorbildgetreu und optimal auf meine Verhältnisse jetzt abgestimmt. Genau, und jetzt habe ich nur noch ein einziges Teil, was noch nicht angebracht ist, und das ist das hier. Ein kleines Brett mit der Tankanzeige mit einem Taster. Das ist der gleiche wie dieser R-Frei-Taster hier. Und einem Warnblinkschalter, der aber nicht als solcher verwendet wird, sondern nachher mal später für die Haltestellenbremse fungieren soll. Deswegen hier auch das Schild. Und mit diesen vier Elementen habe ich einfach hier auf diesem Brett noch mal ein bisschen was zusammengebracht, was ich unbedingt noch mit verbauen wollte, weil das einfach tolle Teile sind. Insbesondere auch die Anzeige hier, in die ich schon extra ein Servo eingebaut habe. Und der originale Sch oder die beiden originalen Bosch-Schalter sind natürlich Hingucker, gerade der auch mit seiner Lampe. Und die wollte ich einfach verbaut wissen. Außerdem haben mir die Funktionen sowieso noch gefehlt und ich finde, Fahren ohne Tankanzeige, auch wenn sie originalgetreuerweise hier auf dem Brett nicht vorhanden ist, ist doch ein bisschen, ja, schade irgendwie. Genau, so sieht das Ganze von hinten aus. Und das wird dann später mal hier unten an der Seite Platz finden. Ist hier übrigens auch mit einem Gehrungsschnitt wieder, wenn man es gut erkennen kann, hier an der Seite. Auch hier hinten und sogar hier an den Seiten versehen und wird dann später hier Platz finden. Wird später hier an diese Kante gesetzt, mit einem Blech fixiert und wird mir dann eben hier rechts diese Elemente zur Verfügung stellen, dass ich da eben nochmal schalten und walten kann. Das ist einfach dafür die beste Position. Recht unauffällig und einfach schnell erreichbar. Genau, das wäre es dazu gewesen. Jetzt kommen wir noch schnell zum Elektronikpart, denn der ist ja der nächste, der jetzt angegriffen wird dann. Genau, und zwar haben wir hier ein Brett mit allen möglichen Elektronikelementen. Also ihr habt hier ein 24-Volt-Netzteil mit 100 Watt, ein 24-Volt-Netzteil mit 50 Watt. Die beiden werden dann zusammen agieren, damit nicht nur 100 Watt vorhanden sind, habe ich eben auch noch das hier integriert, einfach damit mehr Leistung vorhanden ist. Ich möchte dann später nicht, wenn zum Beispiel die Haltewunschglocke, die dann wahrscheinlich unter das Armaturenbrett kommen wird, unter die Platte, wenn die dann zum Beispiel anspringt und zusammen mit der Haltewunschlampe oben leuchtet, möchte ich eben vermeiden, dass wenn zum Beispiel zufälligerweise gleichzeitig der Warnblinker blinkt, dass dann irgendwie Rückkoppelungen über oder wegen zu wenig Arbeitsspannung oder zu wenig Leistung einfach gibt und dann zum Beispiel die Glühlampen im Takt von diesen Impulsen von dem 24 Volt Warnblinker einfach auch mitsurren. Das sollte halt möglichst nicht passieren. Oder dass dann die Glocke irgendwelche Impulse gibt. Deshalb einfach für mehr Leistung 150 Watt 24 Volt und 100 Watt 12 Volt. Genau, dann haben wir hier das Relaisbrett, was dann in Kombination mit dem Arduino Mega fungieren wird. Hier extra noch gekauft Jumperkabel als Verbindung oder als bessere Adapter für das Arduino Mega, dass da die Drähte nicht mehr so leicht rausrutschen und gut fixierbar sind. Dann haben wir hier das A-Case verbunden mit zwei Breakout-Adaptern für die Ausgänge B01 bis 20 und A01 bis 20. Und hier hinten noch fünf Kfz-Relais für 24 Volt. Die werden dann für die Lampen verwendet und Verbraucher verwendet, die direkt an das A-Case gekoppelt sind. Also sprich, wo eine Lampe oder eine Glocke oder was auch immer mit einem Schalter direkt mitgeschalten wird und nicht über ein Computersignal, wie jetzt hier über das Relaisbrett geschalten wird. Genau. Hier außenrum dann noch solche Verdrahtungskanäle, die USB-Kabel liegen auch schon bereit, die ganzen anderen Verkabelungsmaterialien, also da wird es dann auch bald in die finale Phase gehen. Dieses ganze Teil zusammen wird dann in einen kleinen Kasten integriert, der dann einfach hier also separat irgendwo Platz finden wird und dann mit einem Kabel auch so mit dem Fahrerarbeitsplatz verbunden wird, dass jederzeit ein Abstecken ganz einfach möglich ist und der Fahrerplatz, wie gesagt, immer und überall hin transportiert werden könnte und da kein großartiger Aufwand entsteht. Genau, und hier habe ich noch ein
Schaltplan angefertigt, wo man dann eben sieht, was mit was dann zusammengeschalten wird. Also, um das nochmal kurz zu zeigen, wir haben hier eben das Armaturenbrett an sich und hier drüben dann dieses Zusatzbrett mit der Anzeige und den anderen Schaltern. Hier haben wir den Zahltisch mit der Geldkassette, hier oben dann noch die Wagenheldanzeige und irgendwo dann eben auch noch die Glocke, die dann auch mitgeschaltet werden kann. Was ich vorher noch vergessen habe zu zeigen, ist der Fernlichtschalter, der jetzt aber nicht mehr als Fernlichtschalter, der schon als Fernlichtschalter fungieren wird, und zwar ist der hier unten angebracht. Genau. Ja, und somit sind wir eigentlich auch schon durch. Ich habe versucht, das Video mal nicht so ewig in die Länge zu ziehen. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen und ihr habt trotzdem ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und euch gefällt vor allen Dingen der Fahrerarbeitsplatz, wie er jetzt hier steht. Wenn das der Fall ist, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben und lasst auch gerne einen Kommentar da, indem ihr mir einfach mal schreibt, Hintergrundinfos, wie es euch gefallen hat oder was auch immer. Genau, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in der letzten, finalen Folge nächstes Mal, wenn es dann eben daran geht, die fertige Elektrik zu zeigen. Und ich werde mal schauen, eventuell mache ich noch ein extra Video, wo ich euch nochmal die Lenksäule in Action zeige, also das Lenkrad. Eventuell warte ich damit aber auch noch bis zum finalen Fahrtvideo dann, weil dann eben auch die Elektrik schon mit verkabelt wäre. Aber ich schaue einfach mal diese Folge jetzt hier einfach mal als Zusammenfassung sehen, bitte. Und als kleine Rückmeldung nach der langen Zeit, die jetzt wieder nichts kam. Jetzt wird es auf jeden Fall, also die Arbeit wird weniger, man sieht es ja schon anhand dessen, was sich jetzt schon getan hat. Und es ist ein Ende in Sicht, sagen wir es mal so. Also ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.